Ibiza weist auf einen angeblichen Widerspruch hin, der vom islamischen Prediger Pierre Vogel angebracht wurde. Wer verführte König David dazu, eine Volkszählung durchzuführen? In 2. Samuel heißt es, der Herr war es. Aber in 1. Chronik heißt es, Satan war es. Schauen wir die beiden Verse in der Züricher Bibel an, damit wir eine wörtliche Übersetzung haben. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er reizte David auf gegen sie und sprach: Geh, zähle Israel und Juda. Und Satan stellte sich gegen Israel und verleitete David dazu, Israel zu zählen. Wir erinnern uns, ein Widerspruch liegt nur dann vor, wenn zwei Aussagen nicht beide gleichzeitig demselben Sinn nach wahr sein können. Schon auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass diese beiden Aussagen sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn ich eine Auftragskillerin anheuere, um meinen Feind zu erschießen, wer begeht dann den Mord? Ganz klar begeht die Auftragskillerin den Mord. Aber ich begehe ebenfalls den Mord, obwohl ich selbst nicht den Abzug betätige. Laut Strafgesetzbuch würde ich gleichermaßen angeklagt und verurteilt werden. Aber ist Satan dann nur ein Handlanger, der für Gott die Drecksarbeit ausführt, so dass dieser sich nicht selbst die Hände schmutzig macht? Das ist nicht der Fall. Satan rebelliert gegen die Herrschaft Gottes. Man kann das hebräische Wort Satan als Gegner oder Widersacher übersetzen. Als Gottes Gegner wird Satan sich kaum für so einen Auftrag beauftragen lassen. Vielmehr können wir davon ausgehen, dass Satan durch seine Aktion Gottes Plan mit David vereiteln wollte. Allerdings haben wir aus 2. Samuel erfahren, dass Gott bereits vorher zornig mit David und Israel war, als David zur Volkszählung verführt wurde. Die Volkszählung war also der Auslöser für die Strafe, die Gott später gegen David ausspricht. Sie war allerdings nicht die Ursache für die Strafe. Die Ursache waren andere, nicht näher erläuterte Vorkommnisse, die Gottes Zorn erregt hatten. Dass Satan zum unfreiwilligen Helfer wird, der wieder sein eigenes Bestreben, essentielle Bestandteile zur Vollendung von Gottes Plan beisteuert, das ist ein Handlungsbogen, der in den biblischen Erzählungen mehrere Male auftritt. Das wohl bekannteste Ereignis dieser Art ist der Verrat des Judas Iskariot. Es fuhr aber der Satan in Judas mit Namen Iskariot, der zum Kreis der 12 gehörte. Dieser Vers scheint auf den ersten Blick zu implizieren, dass es Satans Plan gegen Gott war, durch Judas Iskariot die Kreuzigung und den Tod Jesu herbeizuführen, und dass ihm dies im weiteren Verlauf des Evangeliums auch glückt. Die weitaus tiefere Perspektive zu diesem Geschehnis finden wir allerdings im ersten Korintherbrief. Wir reden vielmehr von der Weisheit Gottes, der Verborgenen, so wie man von einem Geheimnis redet. Diese hat Gott vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung bestimmt. Sie hat keiner der Herrscher dieser Weltzeit je erkannt, denn hätten sie sie erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Mit den Herrschern dieser Weltzeit sind natürlich Satan und seine Dämonen gemeint. Satan wird also direkt für die Kreuzigung und den Tod Jesu verantwortlich gemacht. Diese Aktion war für ihn ein klassischer Schuss ins eigene Bein. Er wollte Gottes Plan durchkreuzen, aber er hat nicht gewusst, dass die Kreuzigung, die er selbst eingefädelt hat, Teil von Gottes Plan war. Gott hätte natürlich auch auf jede andere erdenkliche Art und Weise die Kreuzigung auf den Weg bringen können. Aber keine andere denkbare Möglichkeit zeigt so eindrücklich, wer der Chef ist und wer sämtliche Fäden in der Hand hält. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesegnet.